Yo, seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Ja, es ist, wie ihr unschwer können könnt, 13. Ja, das ist ein altes Spiel aus dem Jahre 2003. Da kam es raus. Das war so die Zeit, ich habe es auf dem GameCube damals besessen. GameCube. Ja, ich weiß gar nicht, PS1, PS2, ich glaube PS1 noch damals, ne? Ne, PS2, ne, ich glaube PS2 schon, keine Ahnung, ne, auf dem Computer, glaube ich, war es auch und so weiter. Ja, das ist ein Spiel, das in Comic-Style, also in Cell-Shading, Comic-Grafik und so weiter, ich weiß gar nicht, ob es da auch einen richtigen Comic oder so dafür gab, ich weiß es nicht, aber jedenfalls gehört es zu dieser berühmt-berüchtigten, traurigen Reihe von Spielen, die am Ende den zweiten Teil anteasern, der niemals erschienen ist. Ich sag nur Beyond Good and Evil oder ja, was gibt's noch? Was gab's noch? Da gibt einige Spiele, die den zweiten Teil anteasern, der nie erschienen ist. Oder zum Beispiel ne, Banjo-Kazooie. Da gab es einen Banjo-Tooie, da gab es ja wohl auch ein dritter Teil angeteasert, der nie erschienen ist. Ja, es gab einen Banjo-Tooie-Teil, Banjo, weiteren Banjo-Teil, der war ja wohl der nur der auf Xbox, als Microsoft damals Rare gekauft hat. Und ne, seitdem ist wieder von Rare nie wieder ein wirklich guter Titel erschienen. Rare war damals für Nintendo ein zweiter Garant von Superspielen, die legendäre Donkey Kong-Reihe. Donkey Kong Country Reihe, dann also 1, 2, 3, dann halt Donkey Kong 64, Jet Force Gemini, glaube ich, war auch von Rare, ne? Ja, Jet Force Gemini oder ich glaube, war Golden Eye damals, war doch auch von Rare, oder? Ich weiß gar nicht. Und noch so einige Klassiker, die von Rare erschienen sind. Und dann hat Nintendo hat Rare verkauft seitdem, und naja, jedenfalls, da gibt es so einige Spiele, wo hat ja zweiter Teil angeteasert wird, dann hier erscheint. Und 13 gehört halt leider in diese Reihe auch rein. Und ja, das ist, was wir jetzt spielen werden, ist die, ich mal hier rauf, ist die 2022er Version. Das Spiel hat ein Remake erfahren im Jahre 2020. Was irgendwie mir durch die Lappen gegangen. Ich habe zwar, weil ich habe das in den Release-Listen zwar gesehen, aber ich habe das nie irgendwie, ich habe das immer mal wieder gescheckt im Play Store und auch in und so weiter, ich habe das nie gefunden, irgendwie weiß ich nicht warum. Und ja, ich hab hier schon alles, das werde ich euch jetzt noch nicht zeigen, schon alles, ich habe das Spiel schon zu 100% durchgespielt. Es gibt in der 2020 Version gab es wohl sehr viele Bugs und auch die Grafik war weniger schön. Ich habe ein paar Videos gesehen, weil ich hatte ein paar Probleme, aber da kommen wir auch später dazu. Spiel so 100% abzuschließen, weil es wirklich sehr, sehr heftig, aber und es gab auch noch, glaube ich, keinen Multiplayer-Modus, der ist auch neu in dieser Version. Die Optionen, ja, da habe ich jetzt nichts, hat ich jetzt so wie bisher gespielt habe. Der Sprache, gesprochene Sprache, Treffermarkierung. Da kann man halt ein bisschen alles ändern. Tutorial-Fenster. Spielhöhe. Ja, weiß nicht, ob ich das mal anmachen sollte. Dann haben wir hier noch Eingabeoptionen. Hier so mit halten und nicht halten und was auch immer, ne? Ja, es gibt zwei Varianten. Ich werde jetzt diese spielen. Jetzt hier Feuer. Ja, Feuer. Ja, die habe ich immer gespielt. Und hier, ja, Ton. Da kann man ein bisschen machen. Die üblichen Optionen halt, die man so hat. Ja, wie gesagt, hier Dossier. Wie gesagt, Dossiers, das zeige ich euch später. Für alle, die die Story noch nicht so kennen. Ja, und hier die Trophäen, da habe ich alle bis auf diese beiden. Und ihr seht mal, er sticht 15 Gegner von hinten, ohne bemerkt zu werden. Da habe ich, glaube ich, einen bis jetzt
Und hier entfernen Justung von einem vollgewanderten Giga dürfte auch sehr schwierig werden. Ja, und hier, ja, um diese hier zu schaffen, also der echte 13-Agent ist halt der Max, der schwerste Modus. Da braucht man halt bloß. Ja, gut, erzähl ich euch später. Das ist ganz simpel. Ihr müsst nicht denken, ich habe das ganze Spiel auf hart durchgespielt. Nein, nein, nein. Ja, und ja, hier, wie gesagt. Ja, ohne Schaden, das ist auch relativ simpel. Level up, ohne jemanden zu schießen, das ist schon komplizierter. Obwohl, ja, gut, ohne Schaden ist nicht ganz so einfach, aber es geht alles noch. Er stirbt mehr als 25 Mal. Na gut, das ist relativ simpel. Ertrinken hoch. Obwohl, ertrinken. Also, um das erste Mal zu ertrinken, das muss ich wirklich forcieren. Ja, also. Ich bin zwar später nochmal auf der Suche nach den. Ja, wie gesagt, es wird ein 100% dran mit allen Trophäen. Also, ihr könnt das. Ich werde auch, denke ich mal, in die Kommentare reinschreiben. In die Beschreibung reinschreiben, welche Level und so weiter da gespielt werden. Hier könnt ihr alle Trophäen sehen. Alle Trophäen nicht. Ja, und hier, aber hier 15 Gegner durch Kopfstoß und naja, den Medipacks und naja, also Quatsch. Ja, wir werden am Anfang. Wie hat es wird ein. Ja, wir fangen mit einem neuen Spiel an. Es wird ein, wie gesagt, 100%. Ich werde euch alle sammeln. Es gibt Sammelobjekte. Zweierlei Arten. Einmal gibt es kleine Figürchen. Und. Einmal gibt es Dossiers zu sammeln und die werde ich euch alle zeigen. Und ihr könnt es halt gerne dann benutzen als Guide, wenn ihr irgendwas. Und ihr werdet Schwierigkeiten haben, glaubt mir. Also, ich habe wirklich. Die eine, die konnte ich nicht finden. Warum? Da komme ich auch noch denn dazu. Die eine konnte ich gar nicht finden. Aber ich habe lange gesucht. Also bei manchen Levels wirklich sehr lange gesucht. Aber wie gesagt, eine habe ich nachgeguckt, aber die habe ich deswegen nicht gefunden, weil die nicht da war, wo sie laut ja, den Anzeigen im Spiel hätte sein müssen. Aber sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch noch irgendwann gefunden. Aber wie gesagt, wir. Scheiße. Nein, 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 wir wollen nicht fortsetzen. Entschuldigt bitte, das war nicht gewollt. Ja, ich werde das immer levelmäßig ab. Also, wenn wir ein Level abgeschlossen haben, werden wir den Part beenden. Manche Levels werden wir, manchmal werden wir wahrscheinlich mehr als ein Level sehen. Nein, 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 nein. Ja, jetzt im Hauptmenü, das dürft ihr noch nicht sehen. Das ist ein relativ spätes Level, das ihr jetzt gesehen habt. Kampagne, neues Spiel. Ja, wir werden auf Agent spielen, das ist okay. Ja, wir können ja mal gucken, ich schlafe, das ist wirklich sehr simpel. Also, das kann eigentlich praktisch jeder schaffen. Geringe Schwierigkeit, die Gegner sind weniger tödlich, harmlos, verzeiht mehr. Fehler und du findest mehr Ausrüstung. Ja, das stimmt. Es gibt eine ganze Menge Waffen, Munition etc. Für die Spieler, die sich ein Erlebnis mit Story-Fokus wünschen. Ja, könnte ich auch mal, aber ich denke, ich werde diese hier spielen. Ich will eine Herausforderung, mittlere Schwierigkeit, Gegner, Tarnmodus und Aufrüstung sind fair kalibriert, unabhängig vom Können. Wird für das erste Durchspielen, richtig. Ich will mich beweisen. Hohe Schwierigkeit, Gegner sind intelligenter, reagiert schneller auf Hinweise und sind tödlicher. Ausrüstung ist rar. Genau. Für Spieler, die das erste 13 oder andere Ego-Spieler gespielt haben. Ja, ich habe das erste gespielt. Letztes Mal vor 12 Jahren oder so ungefähr. Da habe ich es einmal durchgesagt. Ich habe damals, als es rauskam, angefangen zu spielen. Da bin ich nicht durchgekommen. Und später habe ich es nochmal einmal durchgespielt. Aber. Ne, und ja, ich will 13 höchster Schwierigkeitsgrad eigentlich kaum zu schaffen. Wie gesagt, ich habe ein einziges Level auf 13 durchgespielt, also zwei, also das letzte, wo man ja nicht wirklich was machen muss und eins, was relativ simpel ist, weil nur, ich glaube, 5 Gegner oder so gibt. Aber aus Gründen, die ich euch später noch erzählen werde. Aber wir werden halt Agent spielen, also ne, das ist okay. Hier ist das Intro. Ja, also, wie gesagt, ich habe ein Level, wie gesagt, bei erst gedacht, dass die Sammelobjekte vielleicht an Schwierigkeitsgrad hängen oder so, aber nein, das ist nicht so. Also, hoffen wir mal. Ich weiß es nicht, aber. Und. Ja, Akte 13.
hier genau der Präsident der Vereinigten Staaten erschossen wird. Nein, das können hier nicht bleiben. Los, weiter. Weil ich frage mich, in welcher Zeit soll dieses Spiel eigentlich spielen? Ich weiß es nicht. Weil, wie gesagt, eigentlich fährt kein Präsident der Vereinigten Staaten heutzutage mehr in einer offenen offenen Cabrio durch die Gegend. Die haben eine fett gepanzerte Musik, die hält sogar einen Granateneinschlag aus. Also ja, und das ist der FBI-Direktor. Ja, ich werde das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Ja, das ist Walter Sheridan, der Bruder des ermordeten Präsidenten. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, ja, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Ja, wir haben es ja, sozusagen mit einer Verschwörung zu tun und ja. 13 ist eine der vielen Nummern. Es geht von 20 bis 1. Und ja, wir werden sehen, nicht wahr? Und, ja, wie gesagt, 20... Frank, ich bin's, Janet. Ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch ein bisschen weg, 2020 Remake. Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment. Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Sieht nach einer Schussverletzung aus. Können Sie Ihre Beine bewegen? Wir können es versuchen. Ja, es gibt ein bisschen Ladezonen. Damit werden wir leben müssen. Alten Beach, aber... Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? Hier haben wir eine kleine Baywatch-Nixe, eine Rettungsschwimmerin, nicht wahr? Props an alle, die so etwas machen, Rettungsschwimmer, Sanitäter, Feuerwehrleute und so weiter. Wenn wir etwas erleben, was wir regelmäßig erleben werden, nämlich ein Flashback. Sie haben mich entdeckt! Unter schönem Schwarz-Weiß gehalten. Kim hier, hörst du mich? Durchsucht alle Kabinen! Nein, er ist Kim. Ja, wir werden auch fahren, der Kim ist natürlich. Spring! Erschießt ihn! Diese mal gerade die Schule der Mongose. Oh, mein Kopf. Sir, Sir, können Sie mich hören? Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Comic-Style und zu behalten. Für die Kreatur ist richtig. Sie hatte 2020 Remake, wie gesagt, hat scheinbar sehr viele Bugs enthalten. Vorsicht! Und war abends nicht ganz so schön wie diese Variante. Und hatte auch keinen Einspielmodus und keine Ahnung, wo war jemand, wurde halt ziemlich zerrissen von der Kritik scheinbar. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nur ein bisschen da eingeguckt. Ich habe das erst gar nicht gewusst. Ich habe die Tage irgendwann mal wieder so im Shop ein bisschen nachgeguckt. Und ich weiß gar nicht, nach was habe ich denn da eigentlich gekriegt.
glaube ich, da noch 13. Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Warum ist dein Zopf so steif? Hier, bitte. Wie Salzwasser drin? Wer ist da? Ja, leider. Hey! Ah! Jo, damit fängt das Spiel an. Das ist das erste Level der Brighton Beach. Hallo? Glaube ich. Ja, schlechter Moment. Sag mal gut, dass wir das Ziel erfasst haben. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Der erste war nur so ein Info-Level, der. Okay. Medipack. Hey, komm raus da! Wir können auch. Hier. Alles doch. Es gibt ein Achievement, also ein Profil dafür, wenn wir alles hier in dieser Strandhütte kaputt hauen, was nur so wie geht. Kommt her, Jungs! Erlebt! Ist aber übel zugerichtet. Warum nicht? Beweg dich nicht! Jetzt bist du dran! Diesmal entkommst du nicht. Okay, hier gibt's. Ah ja, hier ist der Schlüssel. Die Schlüssel brauchen wir. Hab ich noch irgendwas? Ja, ich glaube, hier alles. Man muss halt alles kaputt machen: alle Fenster, alles Mögliche. Und dann kriegt man da eine Spiel für. Überall so Bilder. Warning, Eiwarnung. Ja, die Feuerlöscher kann man auch beschießen, die explodierenden. Ich werde dafür alle. Ah, Kalaschnikow. Ja, die heißt hier Kalasch. Ja. Ja, wir haben hier ein Waffenrad. Da sehen wir links die Anzahl der Medikamente. Wir können hier rote Kleinen fahren. Ja, wir können auch. Aber wir haben das Ding dann wieder einfach so. Und unsere erste, von der Runde, ja, sehr schön, unsere erste Sammeltrophäe ist unsere Sammelstatue, die Uhr, wie immer, ist genau hier. Damit haben wir 9mm, Nummer 2. Gibt es Waffen und Figuren. Also bei denen gibt es Waffen und Personen bei diesen Sammelobjekten. Das ist halt eine Waffe gewesen, 9mm, das ist diese hier. Ja, wir haben auch den Revolver jetzt und Bodensitze und Kalaschnikow halt. Der Kalaschnikow, die wohl verbreiteste Handfeuerwaffe der Welt. Weil die Russen, die halt, Russen, / Chinesen, die halt an jeder Kopf der Geld dafür hat. Ne? Also jede. Ja, guckt euch Nachrichten im Fernsehen an, wo irgendwo Krieg und Gewalt und so weiter herrscht. Da sieht man auch Leute mit Kalaschnikow rumrennen, also. Ja, wir müssen einen Surfrotter mieten. Und Tauchausrüstung. Ja, also ich finde diese Variante sieht nicht schlecht aus, also. Ja, es ist nicht perfekt, es ist weit ab und perfekt, sicher, aber den Vollpreis ziehen und so weiter. Ja, hier ist natürlich Medipack und Munition drin. Ah!
Kalaschnikow hat eine sehr, die hat eine weite Streuung. Ja, wir haben irgendwo eine Rüstung da auch gesammelt. Helme und Schutzwesten in leicht und in schwer. Wir uns halt etwas Schutz zu wehren, bevor wir... Tötet ihn! Bring mir den Schlüssel! Du kannst dich ewig wegbauen, Nummer 13! Hier sind ein paar Großmedien. Ein bisschen mehr. Ja, wir können auch schwimmen, aber brauchen wir im Moment noch nicht. Ja, die Bienen sind manchmal gerne so zur Seite. Das ist ein bisschen eklig. Ja, hier ist der perfekte EU-Shooter-Spieler, gibt es jetzt. Ich hab's noch fünfmal jetzt gefordert. Ja, guckt euch das an. In dem Moment, wenn ich auf Abzug drücke, ist der ab. Was ist falsch? Wohl. Da müssen wir jetzt nicht. Ja, dann kommen wir jetzt wieder raus. Alle, hier war doch hier ein Leiter. Natürlich haben wir nicht unendlich Sauerstoff. Dann logisch, nicht wahr? Wir werden irgendwann natürlich ertrinken, wenn es da unter Wasser bleibt. Ja, wir können auf manchen Booten ist noch ein bisschen... Hier zum Beispiel ist eine Munition. Kleine Bootsnitze. Also hier, ich glaube im ganz leichten ist hier noch ein Gewässer oder sowas. Oder ein Helm oder so. Bin ich ganz sicher. Ich glaube ein Helm. Ah ne, war hier, da ist er. Hier ist der Helm. Ja, nicht, dass wir den wirklich bräuchten, aber... Ja, ich glaube, immer wenn wir Level beendet, wird die Ausrüstung programmiertes Ding hier zurückgesetzt. Also, ich kann jetzt hier so sagen, ich will, im nächsten habe ich das alles nicht mehr. Also bei diesem Boot... Kommen wir hier an den Seiten raus. Da haben wir nochmal einen Panzer, da haben wir jetzt 50% leichter Panzer, Wir können auch schnell laufen, dann können wir auch viel weit springen. Ja, die zweite Trophäe in diesem, oder die Uhr in diesem Level ist hier, bei diesem Regal für diese Bojen. Also, ne, hier hinter dem Haus, hier ist die schöne Flanke. Graffiti, das ist die 10, Jerry, der, also das ist, glaube ich, der Präsident, oder der, beziehungsweise der Bruder des Präsidenten. Und manchmal lassen Typen, die man ausschaltet, hat fallen, in dem Fall den Autoschlüssel. Der glaubt mehr ist hier nicht. Los vor Winter, ja, anscheinend ist gerade Wintersaison. See you soon, Marina. Inner City Exit. Emergency exit, please follow instructions. In der Tat. Was ist das hier? Bridge, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das ist. Florida. Aber in Florida gibt es eigentlich keine Winterung.
Texas oder so. Wo ne, nee, muss ja in der Nähe von New York sein. Wir fahren jetzt nach New York, also. Aber mit dem Auto bis dahin fahren. Ja, wir haben jetzt, obwohl. Na, ich denke mal, wir werden den Part hier beenden. Das ist genau eine ganze Länge. Das ist wahrscheinlich irgendwo an der Atlantikküste, also das ist schon. Da ist ja nicht so. Ja, da haben Mädchen, das wäre gestorben. Die arme Frau. Hier ist sie. Lady Liberty, Freiheitsstatue. Manhattan. Stadt, die niemals schläft. Da geht die A-mäßig. Hier beenden wir den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Und ja, da werden wir ja hier uns die Bank weiter angucken. Und auf Wiederschauen.